Guten Tag. Die Welt steht Kopf, insbesondere Galacom.tv. Ergänzend hier zu diesem Chemo-Kracher zum 2. Mai 19. Folgendes, hier sehen Sie ein paar eventuell Sponsoren. Danke für die Leihgaben. BioVital, Kneipp, Gedächtnis, Kapseln, Magnesium, das gesunde Plus, dann Doppelherz aktiv und Vitamin B von DM. Das, was ich vor kurzem erlebt habe, geht wahrscheinlich auf keine Filmspule. Das wird ein anderer Film, glauben Sie mir das. Ob Filmspule oder Chip von Panasonic. Doppelherz bzw. BioVital Classic Tonicum gibt es hier auch in der Flasche und die ist, hören Sie es? Die ist voll. Es gibt hier eine Patientin, die hat Krebs, Stadium unbekannt. Und hat Angst, den Job zu verlieren, weil sie noch nicht ein Jahr tätig ist und möchte sich nicht krank schreiben lassen. Ja, so krank ist Germany. Der weiße Ring könnte da sofort zur Seite stehen und sagen, nein, das lassen wir uns nicht bieten. Das kann nicht sein. Das ist der absolute goldene Hammer. Ich hoffe nicht, dass sie den goldenen Schuss bekommt durch diesen Stress. Und jetzt überlegen Sie sich das mal. Sie ist in einem Klinikum in Nürnberg, bekommt die Injektion falsch gesetzt. Die Chemotherapie muss unterbrochen werden und sie hat Schmerzen über Schmerzen. Und was noch dazu kommt, das habe ich durch Zeugen, durch einen Zeugen, durch einen Inkognito-Mediziner, den ich gebeten habe, so schnell wie möglich dezent in der Nähe zu sein, erfahren, dass sie dann, ich weiß nicht, ob er es alles jetzt mitbekommen hat mit dem Morphium, das ist ein Schmerzmittel, aber man muss erstmal die genaue Diagnose feststellen und warum es so brennt. Sie hat gesagt, es brennt sehr schlimm. Und sie hat das Gefühl, dass der Arm vielleicht, das Gefühl, ja, amputiert werden muss. Haben Sie da noch Fragen? Nein. In die Obhut bestimmter, nicht Seelsorger, sondern Mediziner der onkologischen Abteilung gehört so eine Patientin. In Anbetracht der seelischen Verfassung muss man ins Kalkül ziehen, eventuell eine psychologische Begleitung hinzuzuziehen, denn das Immunsystem könnte zusammenbrechen. Sie verstehen? Und wenn das zusammenbricht, na dann gute Nacht. Wenn schon die Immunkräfte so schwach sind, dass dieses Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, die Abwehrkräfte so zu stärken, dass Frau K.K. Selbstständig, ohne medikamentöse Zusatzleistung leben kann. Es gibt weitere O-Töne, die müssen noch schriftlich fixiert werden. Die bekomme ich. Vielen Dank an den Doktorzeugen. Inkognito, man kann sich doch noch drauf verlassen. Das ist hier ein Kurzstatement, was Sie hier eingeblendet sahen. Und hier sehen Sie die Spritze. Hammer. Unglaublich. Ich kann das nicht mir erklären, aber es ist so.
weil die Wirtschaftlichkeit scheinbar vor dem Hippokratischen Eid steht. Das ist mit einem Wort krank. Im Krankenhaus oder im Gesundungshaus. Bild dir deine Meinung. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der die Kinder aufmuntert und sponsert. Tun sie es, sie tun es für ihre Zukunft, für unsere Welt. Das ist nicht verantwortbar. Wenn man nicht hinhört, bitteschön, ich helfe Ihnen auf die Ohren oder auf die Sprünge. Dank DM. Das ist nicht normal. Verstehen Sie das? Wenn Sie es nicht verstehen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an gala@gala.com.tv oder Reserve-E-Mail gala.com.tv@gmail.com. Ich wiederhole, falls Funkunterbrechung, wenn Sie das Video online von unterwegs hören, gala@gala.com.tv sowie gala.com.tv@gmail.com. Sie können auch diese beiden E-Mails beim Anschreiben zusammen benutzen, wenn eine voll ist, also eine E-Mail, ein E-Mail-Account bzw. der Posteingang, dann gleichzeitig bekomme ich auf der anderen E-Mail-Adresse diese Nachricht. Aufgrund mancher Videos, Podcasts kann das durchaus sein. Bitte um Entschuldigung, hier geht es um Menschenleben und da sollte eigentlich keine Diskussion stattfinden, ob ich jetzt ein oder zwei E-Mails gleichzeitig nutze. So wie man zum Beispiel zwei Notärzte anruft, wenn der eine, wie es passiert ist, vorbeifährt, weil er die Hausnummer einer städtischen Einrichtung oder beziehungsweise eines städtischen Hauses nicht gefunden hat, weil das im Hof ist, dann war es fast zu spät bei einem extrem Migräneanfall. Und wenn man das nicht weiß, dass es ein Migräneanfall ist, dann kann natürlich die Patientin und natürlich das Umfeld auch kollabieren. Guten Tag. Wie gesagt, melden Sie sich. Ich sage mit Sicherheit nicht zu wenig auf. Ich hätte mich gerne jetzt auch vor die Linse gestellt. Ich bin aber etwas übermüdet. Und wissen Sie warum? Weil es jetzt so 5.30 Uhr, 5.45 Uhr frühmorgens ist. Und Notfälle kennen, wie Sie wissen, keinen Zeiger, ich meine Uhrzeiger, und keine Sekunde. Da muss man sofort handeln und nicht, ach, das ist jetzt zu früh, das ist jetzt zu spät, machen wir das morgen. Sie wissen ja nicht, ob sie morgen noch am Atmen ist. Denn ohne Atemweg gibt es keinen weiteren Weg. Gala.com.tv, more human rights. Und das vorhergehende Bild war anlässlich eines Anwaltes, der in Haft war, Gott sei Dank, Herr Engin van Dij. Und ich habe mir erlaubt, jetzt dieses Bild hier einzufügen, weil es auch mit dem Deutschen Richterbund zu tun hat. Denn ich werde unter anderem auch staatsrechtlich sofort handeln und werde die einzelnen Organe mit Informationen versorgen, dass die sofort, auch wenn die während ihrer Studienzeit sich kennen, aus Grundgesetzgründen, aus ethischen Rechtsempfindungsgründen sofort tätig werden und Nachdruck verleihen, dass diese Person zu Lebzeiten, Frau K.K., zu ihrem Recht kommt. Und bevor sie das Recht bekommt, soll sie erstmal ihre Gesundheit wieder bekommen. Also sie ist nicht so betucht, wie man das so erwartet. Es gibt einen Fall, da ist diejenige, welche sehr gut betucht, hier nicht. Das darf aber nicht zum Nachteil des Patienten sein. Sie verstehen? Ansonsten haben wir wieder die Causa Diskriminierung. Und da ist ja Deutschland meisterlich vertreten. Habe ich heute erst wieder zu Ohr bekommen. Aber tun Sie doch was dafür. Zeichen setzen.
als Konzern diese Produkthersteller. Oder? Ja. Wie Sie gerade sehen, wie ich sie genannt habe. Biovital. Kneipp, Gedächtnis, Konzentrationstraining. Man braucht Kraft für den Kopf. Das gesunde Plus Magnesium von DM. Von DM. Vitamin B, das gesunde Plus. Doppelherz aktiv. Und zu guter Letzt das Ohrenspray, dass Sie richtig hinhören. Dann könnten Sie Gutes tun, sehr Gutes tun, Zeichen setzen, damit die Konsumenten länger am Leben bleiben. Sie Zeichen setzen, weil sie es gerade anders machen, weil sie sich sagen, da muss doch ein Mensch nachdenken, wenn er so eine Bühne zeichnet. Ich habe sie nicht gezeichnet, ich habe sie zusammengestellt, mit Hilfe auch einer Apotheke. Vielen Dank. Ich nenne sie noch nicht, dass hier nicht die Bude eingerannt wird. Ich gehe auf die Hersteller zu. Also, nehmen Sie Ihr Herz in die Hand. Wissen Sie, wie das Herz ausschaut? Schauen Sie mal, so schaut das Herz aus. Und nochmal zur Erinnerung, weil es heißt, ich habe leere Flaschen. Nein, die habe ich auch. Aber ich habe hier volle Ampullen bekommen. Und jetzt tun Sie etwas für die Welt, so wie Greta Thunberg. 16 Jahre, ich habe ein Recht auf Leben meiner Zukunft. Ich habe Angst, wie es um unseren Globus bestellt ist. Und dass ich nicht erst gehört werde, wenn der Patient tot ist. So wie angelehnt an die Aussage, an die Dankesrede von Frau Greta Thunberg, wahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die kommende Nobelpreisträgerin 19 meinte sie, warum muss ich erst eine goldene Kamera als Award bekommen, um gehört zu werden, nur weil ich ein bisschen bessere Natur haben möchte. Klingt gut, ne? Ja, man kann nie genug für dieses junge Mädchen tun. Und ich hoffe, dass dieses junge Mädchen nicht von mehreren komisch angeredet oder geschaut wird. Es gibt einen Banker, der hat mir ein paar Buchstaben gesagt. Vermutlich werden ja aus Buchstaben Worte gemacht. Und ich möchte sie hier nicht bringen. Ich werde aber diesen Banker und Edelmetallhändler dann nochmal ansprechen, was er sich dabei gedacht hat. Denn er ist schon fortgeschrittenen Alters, im Seniorenalter, ist aber immer noch aktiv. Und ich möchte nur anmerken, auch er möchte atmen. Und ohne Klima kein Atmen. Stimmt's oder habe ich recht? Galacom.tv. Guten Tag.